Tag Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal ein paar weitere Spiele aus meinem Sammelsurium der skurrilen PC-CD-ROMs. Keine Ahnung, wie ich das nenne. Ich habe ja vor einem Jahr oder so, keine Ahnung, vor anderthalb Jahren, habe ich ja mal Kellogg's Cornflakes-Spiele gezeigt. Heute zeige ich euch zwei Sachen, die aus Nesquik-Verpackungen waren. Also diese Nesquik Cornflakes, die aussehen wie kleine, das was Hasen so ablassen. Zumindest ist die Ähnlichkeit sehr erschreckend. Das erste ist, ich glaube, das heißt Kinder entdecken den menschlichen Körper. Und das andere ist meine erste Reise um die Welt. Ich hatte auch noch ein drittes, das kann ich euch zumindest auf Englisch zeigen. Das nannte sich irgendwas mit Geschichte. Also auf Englisch Become a History Explorer. Und ich kann schon mal sagen, diese drei Spiele sind, glaube ich, deutlich älter. Also das sind geupdatete Versionen von den Originalen, die in den 90ern irgendwann rausgekommen sind. Weil diese Firma, die die Spiele vertrieben hat, ich glaube, DK hieß das, irgendwas mit Digital noch was, die haben ja damals in den 90ern unzählige Lernspiele rausgebracht, die alle so multimedia-mäßig angehaucht waren. Also mit vielen Videos, viel Kram zum Rumklicken, Bildern und was weiß ich nicht alles. Ja, viel zu zeigen gibt es jetzt hier nicht. Die CDs sind nicht bedruckt. Also wenn du jetzt die Hüllen nicht hättest, wüsstest du nicht, was da drauf ist. Das finde ich schon ein bisschen skurril. Und die sind tatsächlich auch nur von einer Seite beschrieben. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Willst du deinen Körper entdecken? Na, dann folge mir, wenn du das verdauen kannst. Das erste Spiel ist Kids entdecken den menschlichen Körper. Dieses Skelett ist mir schon damals sehr bekannt vorgekommen, hallo, weil es gab mal so eine Zeitungsreihe, wo du dieses Skelett in Lebensgröße zusammenbauen konntest. Ich glaube, das war 1,50 groß. Na, ihr kennt doch diese Zeitung, wo in jeder Folge ein neues Bauteil drin ist. Also sowas war das. Es war irre teuer, wenn man das alles haben wollte. Deswegen habe ich mir das auch nicht gekauft, obwohl ich es interessant fand. Ja, wie man sieht, hat man hier vier verschiedene Bereiche. Kannst du die? Dieses Spiel ist toll. Nun los, wir wollen sehen, wie klug du bist. Nimmst du die Herausforderung, mir einen Körper zu bauen, wieder an? Bei Bau mir einen Körper handelt es sich eigentlich nur um ein Quiz, wo man Fragen beantworten muss und dann sammelt man die Körperteile ein. Und dann kann man die, glaube ich, zusammensetzen. Ich habe das jetzt nicht alles gemacht, da hatte ich keine Lust zu. Die Fragen sind soweit okay, aber ja, ich sag mal, manche Fragen sind schon speziell, wo du sagst, naja, das hat man ja nun nicht wirklich im Kopf. Aber insgesamt ist es natürlich auf Kinderniveau. Richtig oder falsch? Richtig, dein Oberschenkelknochen ist der längste Knochen deines Körpers. Ja, genau. Du hast schon wieder ein Körperteil gesammelt. Nämlich auseinander ist, ja, das, was es sagt. Du kannst das Skelett zusammenbauen, entweder richtig oder eben auch frei nach Schnauze. Oder man versucht, gegen die Uhr zu kämpfen und das Skelett so schnell wie möglich zusammenzubauen. Mochte ich schon damals nicht, fand ich damals schon total langweilig. Und da stellt sich mir natürlich die Frage auch, okay, wozu mache ich dieses Quiz, wenn ich das jetzt hier auch machen kann? Interessant wird es erst bei Woraus bestehe ich? Hier kann man sich die einzelnen Körperteile genauer angucken. Man kann sie anfassen. Magen. Von da aus kommt man auch in den Lexikon-Bereich. Man muss sich tatsächlich entweder durch die Suchfunktion oder durch diese Organe klicken, wenn man irgendwie in den Textbereich kommen will. Also so einen separaten Abschnitt wie Lexikon oder so gibt es leider nicht. Ja, ansonsten ist es alles ganz gut gemacht. Ne? Wie gesagt, natürlich für Kinder. Der Text wird einem auch vorgelesen, wenn man das möchte. Es gibt einige Begriffe, wo ich natürlich sagen würde, ob Kinder das verstehen bzw. überhaupt buchstabieren können. Es werden weitestgehend alle
Körperteam abgedeckt, außer wachsen die Sexualorgane. Sich verändern. Von der Minute an, als du älter werden, dein ganzes Leben lang verändert sich dein Körper. Im Alter von ungefähr 50 Dieses Thema Jahren, wird hier tatsächlich nur sehr rudimentär angeschnitten. Also es wird zwar gesagt, wie sich Jungen verändern, die Körper aber der Jungen. Das beschränkt sich halt wirklich nur auf Körperbehaarung und Stimme und so weiter. Auch die Fortpflanzung besteht letztlich nur daraus, dass Samenzelle und Eizelle aufeinandertreffen und das war's. Alles über Hormone. Das Wort Hormon bedeutet anspornen. Hormone sind chemische Botenstoffe, die über das Blut... Herzlich willkommen bei Ich und mein Tag. Klicke auf mich in meinem Schlafzimmer, um meinen Tag zu beginnen. Der letzte Abschnitt ist Ich und mein Tag. Und das ist wirklich Schrott. Denn das Einzige, was man da sieht, sind haufenweise Videosequenzen, wo das Skelett irgendwas macht. Und man kann bestimmen, was es dann als nächstes machen soll. Und ja, dann verändern sich seine Körperwerte und... Das macht man okay, dann den ganzen Tag lang, bis unten die Leiste voll ist. Ich habe es nie den ganzen Tag durchgezogen, weil mir das einfach zu lange dauert. Und ja, ich fand es schon damals langweilig. Persönliches Buch. Hallo, das ist ein. Ach ja, das persönliche Buch hätte ich fast vergessen. Das könnte man als das Offline-Facebook bezeichnen. Hier kannst du wirklich jeden Scheiß reinschreiben. Also das Spiel fragt dich so ziemlich jeden Furz ab, den man über eine Person erfahren könnte. Über meinen Tag, als ich krank war. Meine Zähne, meine Freunde, meine Familie. Alles in allem kann ich sagen, dass das Spiel für mich als Biologie-Interessierten damals schon sehr interessant war. Manche Sachen waren sogar ein bisschen besser erklärt worden als in der Schule. Liegt vermutlich auch daran, dass diese Interaktivität in diesem Spiel sicherlich besser zum Lernen animiert als starrer Frontalunterricht. Bist du sicher, dass du aufhören willst? Na gut, bis bald. Willkommen bei Meine erste Reise um die Welt. Das zweite Spiel nennt sich Meine erste Reise um die Welt. Und das ist wirklich ein richtig gutes Spiel. Ich weiß noch, ich habe damals Stunden damit zugebracht, über diese Landkarte zu navigieren und alles anzuklicken, was einem da vor die Nase kam. Eigentlich muss ich nicht groß erklären, was es ist. Man streift über die Landkarte und kann verschiedene Punkte anklicken. Der Text wird einem wieder vorgelesen. Diesmal gibt es da eine Stimme, die so speziell ist. Brandenburger Tor. Das über 200 Jahre alte Brandenburger Tor steht in Berlin. Auf dem Tor befindet sich eine Skulptur. Zum Glück kann man die Stimme abschalten. Osten. Dieses Spiel ist ursprünglich auch Mitte der 90er rausgekommen. Und natürlich sieht man sehr gut, wie dieser interaktive CD-ROM-Trend hier voll ausgenutzt wird. Ich glaube, die Szenen fangen ganz gut ein, was das für eine Art Spiel ist. Du kannst dir Nationalhymnen anhören, du kannst dir Sticker sammeln. Russland ist das größte Land in Anführungszeichen der Welt. Die meisten mit Russen Flugzeug oder Schiffen Landes um die Welt fahren. Und zum Beispiel auch mit einem U-Boot in die Tiefen des Meeres abtauchen. Das fand ich damals als Kind unglaublich faszinierend. Obwohl es letztlich auch nur eine Videosequenz ist. Aber ich weiß nicht, das hatte irgendwie was. Tief im Atlantischen Ozean leben einige der seltsamsten Tiere der Welt. Sie benutzen ganz besondere Tricks, um ihre Beute zu fangen. Dieser merkwürdige Froschfisch sendet Licht aus, um kleinere Fische in sein offenes Maul zu locken. Der Pelikanaal reißt sein Maul so weit auf, dass er Tiere schlucken kann, die doppelt so groß sind wie er selbst. Tief unten auf dem Meeresgrund geht der Dreifußfisch auf Nahrungssuche. Er stellt sich auf seine drei Flossen und lauert bewegungslos seiner Beute auf.
Von dem Spiel gab es auch eine zweite Version, die ein paar mehr Inhalte bot. Also letzten Endes konnte man da, glaube ich, mehr Sachen sammeln oder man hatte mehrere Möglichkeiten zu reisen. Aber die habe ich jetzt nicht gespielt. Das ist jetzt halt die erste Fassung. Besten. Süden. Das wäre auch so ein Spiel, was ich meinen Kindern zeigen würde, weil hier das Kind einfach diesen Neugierdrang so richtig ausleben kann. Im Spiel gibt es zwar auch noch ein paar Minispiele, aber die sind alle ziemlich kacke. Norden. Norden. Ach ja, das Foto in diesem spielinternen Pass kommt mir schon ziemlich nahe. Nein, nicht wirklich, aber die anderen Bilder sind so schlecht, so dämlich, dass das das einzige Bild war, was halbwegs in Ordnung war. Alpha Omega? Is it all Greek to you? Never mind. All you need to. Das dritte Spiel, von dem ihr jetzt hier die englische Fassung seht, das hieß damals Kids entdecken die Geschichte, glaube ich. Und in jeder Epoche, die du besuchst, gibt es eben auch etliche Punkte, die du anklicken kannst. Und ja, im Grunde ähnelt es diesem Weltspiel schon sehr stark. Du kannst hier auch wieder Sticker sammeln. Um diesen Sticker aber auch zu kriegen, musst du erst eine Frage beantworten. Die Fragen sind aber so einfach, dass wohl auch Kinder damit unterfordert sein dürfen. Mount Olympus. In Greek myth, Mount Olympus was the home of the gods. The ancient Greeks believed that the many thunderstorms over the mountain were the sign of Zeus, lord of the sky and king of the gods. Mount Olympus was thought to be the home of the gods. Ich habe das Spiel damals auch ziemlich gerne gespielt. Man hatte auch ab einem bestimmten Punkt so diesen Sammeltrieb. Also du wolltest alles vervollständigen. Und wenn du einen gewissen Punkt nicht gefunden hast, dann hat sich das nicht gut angefühlt. Weil du wusstest, okay, da fehlt jetzt dieser Sticker. Hier in diesem Spiel gibt es auch noch so ein paar interaktive Sachen. Also was weiß ich, was man in der Zeit irgendwie gemacht hätte oder so. Also in Griechenland hier zum Beispiel, dass du dir deine Lieblingssportart, also deine Lieblingsolympische Sportart aussuchen kannst. In den 20er Jahren sollst du bestimmen, welche technische Errungenschaft du vermissen würdest, also wenn du damals gelebt hättest. Diese Erfindungsfrage, die beißt sich so ein bisschen, weil ohne Fernseher könnte ich keine Videos abspielen. Ohne Videos wäre der Fernseher in den 20ern sinnlos, weil es noch kein Programm gab. Skateboard bezweifle ich, dass es das damals noch nicht gab. Also das ist schon sehr ulkig. CDs auch sinnlos, weil es kein Abspielgerät gab. Spielzeugroboter ist irrelevant, bin ich zu alt für. Walkman, ja, da müsste ich ja die Kassetten selber mitbringen. Und ich glaube, Batterien gab es dann damals auch noch nicht, also ist auch sinnlos. Der Computer wäre vermutlich das Einzige, was irgendwie Sinn machen würde. You've arrived on the scene in the 1920s. An diesen komischen Typen, ja, keine Ahnung, was das sein soll, Kröte ist irgendwie das falsche Wort dafür, kann ich mich auf der anderen Seite überhaupt nicht erinnern. Also, ja. Ja, wie schon gesagt, das Spiel ist diesem Weltspiel sehr ähnlich und ist eigentlich grob betrachtet gar nicht so umfangreich. Also, ich habe jetzt zum Beispiel für die griechische Zone, das Mittelalter und die 20er Jahre habe ich insgesamt unter einer halben Stunde gebraucht. Also ich glaube, als Erwachsener wärst du hier mit innerhalb von einer, zwei Stunden durch. Ist ja auch nicht weiter wild, ist halt für Kinder. Ne? Also als Kind sitzt du da wirklich lange dran. Dieses Geschichtsspiel läuft hier gerade übrigens unter Windows 98 und braucht tatsächlich auch nur einen 486er Rechner, damit es läuft. Und damit sei eigentlich soweit alles zu diesen drei Spielen gesagt, die in der Nesquik-Packung waren.
Ja, ich weiß, es gab auch vermutlich noch andere Spiele, ich habe da jetzt aber nicht wirklich was rausfinden können. Ja, diese Firma DK Multimedia, die hat ja in den 90ern sehr viele dieser Spiele rausgebracht, die ja alle diesem interaktiven Trend gefolgt sind, also entweder mit irgendwelchen Schauspielern drin oder allgemein solche Anklickspiele mit Videos und Ton und so weiter. Ja, Entdeckerspiele halt. Ich habe davon nicht alle gespielt. Ich weiß noch nicht mal, ob wirklich alle überhaupt auf Deutsch auch erschienen sind. Wenn man da mal nachsucht im Internetarchiv, findet man sehr viele dieser Spiele. Es ist wirklich beeindruckend, wie viel die da auf den Markt geschmissen haben. Ein anderes Spiel von denen hatte ich mal. Das war das Kinderlexikon. Das habe ich aber auch nur unter einem echten alten Rechner zum Laufen bekommen, weil Windows XP wollte dieses Spiel nicht abspielen, obwohl die Verpackung behauptet hat, aktualisierte Version für Windows XP. Toll. Dann ist die CD irgendwann mal, glaube ich, angebrochen. Also so ein Stück hat so einen richtigen Bruch bekommen an der Seite und dann konnte ich die halt auch wegschmeißen. Aber ich habe das Spiel auch im Internetarchiv gefunden und habe es nochmal ausprobiert und ich hatte das viel besser in Erinnerung. Falls einer von euch auch mal diese DK-Multimedia-Spiele gespielt haben sollte, könnt ihr mir davon in den Kommentaren berichten. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.